Ich bin ein Dönermann. Alle mögen mich. Ich mag jeden Kunden, ne, die hier reinkommen und sich auch anständig benehmen natürlich. Ni hao. Hier essen, ne? Ja, hier essen. Ich bin ja hier geboren in Altenessen. Sie sehen, mein Deutsch ist nicht so gut perfekt. Ne? Bin ja hier geboren. Normal muss ich noch besser Deutsch reden können. Aber Umfeld war viel Ausländer. Mit dem bin ich groß geworden. Ne? Ciao. Dankeschön. Chen. Früher war das so wie ein Dorf. Jeder hat sich gekannt. Ne? Und heutzutage sind so viele neue Gesichter, kenne ich gar nicht mehr. Dönerladen. Ist mit einer der besten im Essen. So, komplett mit allem? Kommt alles. Ganze Nationalität. Auch Schwarze, Polen, Russen, aus Syrien jetzt viele, ne? Die Flüchtlinge. Wir lernen ganze Sprachen. Hab hier zum Beispiel Polnisch gelernt. Jetzt fange ich an, Arabisch zu lernen. Ich versuche mich integrieren für die Leute, damit die einfach haben, zum bedient werden. Ne? Aus welchem Land kommt ihr? Pajabusta. Pajabusta. Er hat schon recht, der soziale Brennpunkt in Altenessen. Araber, Türken. Ich bin selber Türke. Ne? Das ist einfach zu viel. Das war damals anders mit den Türken, Italienern, die als Gastarbeiter kamen. Da war noch alles in Ordnung für die Deutschen. Die Politik macht sich gar keine Sorgen. Oben. Die müssen ja nicht nebeneinander leben. Das heißt, nicht nur die Deutschen kriegen irgendwie ein Gefühl für die AfD zu wählen. Selbst die Türken, ne? Da hört man, man müsste die AfD wählen. Selbst von den Türken selber, die hier integriert sind seit 40 Jahren, die hier ihre Geschäfte haben. Weil die fühlen sich benachteiligt. Jetzt sind wir Ende Monats, das sieht man sofort. Leute haben jetzt kein Geld mehr. Ab 29. geht es wieder los hier in Altenessen. Dann kommen die natürlich essen oder können sich dann leisten natürlich. Diejenigen, die Geld haben, die bleiben sowieso nicht hier. Die ziehen ja alle weg. Würde ich ja auch machen. Theo Jansen und Jürgen Garnitz. Beide seit Jahrzehnten SPD-Bezirksvertreter in Altenessen, nördlich der A40. Sie sind frustriert. Ganze Häuserzeilen verkommen. Sie hören ja den Krach. Ne? Schön ist es hier nicht. Ne? Vom Geräusch her. Sie müssen tagsüber beim schönsten Wetter Fenster zulassen. Weil sonst hören sie keinen Turm mehr in der Wohnung. Die Leute investieren nicht. Und die Stadt hat es verschlafen, sich hier mehr darum zu kümmern. In 40 Jahren sind dann 6-mal die Besitzer des Hauses gewechselt. Keiner hat investiert. Man zieht die Miete raus. Das Haus war ja auch nicht mehr zu bewohnen, weil es ging ja keine Heizung, kein Wasser mehr. Und irgendwann gab es dann da unten auch noch illegale Prostitution, Parterre. Die Stadt sich da eine Verantwortung gesehen hat und hat gesagt, wir schließen dieses Gebäude und wir mauern das zu. Wir haben hier 40% Transferempfänger schon im Essener Norden. Das ist eine Menge. Wenn wir mal im Essener Süden gucken, das sind meine ich so 7-8%. Und wenn man dann hört, wir bauen Häuser für die Asylbewerber, dann kriegen die Leute irgendwo auch mal eine dicke Kappe. Das muss man ja auch mal ordentlich sagen, ja. Nördlich der A40 leben jetzt schon die meisten Migranten. Und wo werden Flüchtlinge untergebracht? Wo die Mieten niedrig sind. Der Norden sei voll, sagten die SPDler aus Essen und wollten gegen weitere Flüchtlingsunterkünfte eine Demo organisieren. Das gab Ärger von oben, aus der Parteizentrale in Düsseldorf. Man kann nicht nur einen Stadtteil mit Asylantenheimen zupflastern, die anderen aber, wo das richtige Geld sitzt, wo viel mehr Fläche ist, kann man nicht sagen, da passiert nichts. Da kriegen wir nicht durch, da wachsen Gänseblümchen. Das können wir nie machen. Wir leben hier schon seit über 20 Jahren Integration. Und die haben wir noch die nächsten 20 Jahre zu leisten. Nur, wenn wir immer mehr obendrauf kriegen und die Leute verunsichern und beängstigen, weil man nicht sagt, wie wir es schaffen, was wir schaffen, für wie lange wir es schaffen, und wir keine Fragen beantwortet bekommen, dann ist das doch klar, dass die Leute Angst bekommen. Und da habe ich gesagt, irgendwann ist es gut. Und da muss man für den Bürger auf die Straße gehen, was wir im Februar versucht haben. Ja. Und den Anpfiff aus Düsseldorf, den wir gekriegt haben? Ja, einen Anpfiff. Wir durften erstmal nicht diese Veranstaltung über die SPD machen. Und dann eierte man rum, dass das ja das Außenbild wäre. Ja, dann habe ich nur die Frage gestellt, ja, wie hätten Sie es denn gern?
soll ich wegziehen oder aus der SPD austreten? Sie sind beide geblieben, sowohl in der SPD als auch im Norden. Doch das trifft nicht auf jeden zu. Guido Reil, 26 Jahre lang in der SPD. Ratsmitglied, Gewerkschafter, Betriebsrat, Bergmann. Als ich angefangen habe, da hatten wir noch über 30 Bergwerke im Ruhrgebiet. Und das ist jetzt das Letzte. Also meine Welt, wie ich sie kannte, in der ich groß geworden bin, in der ich mich orientiert habe, die geht unter. Die Welt geht unter. Also ich mache seit 99 aktiv Kommunalpolitik und seitdem verwalte ich nur noch Not und Elend. Und seitdem erzähle ich den Menschen nur noch, warum ich den was wegnehme. Die Freibäder werden zugemacht, soziale Einrichtungen werden zugemacht, das wird zugemacht, das wird zugemacht. Wir haben hier Probleme ohne Ende. Und wo bleibt der Aufschrei? Das ist das, was mich so stört. Wir erleben immer mehr Vermüllung, Dreck, Lärm, Übergriffe. Also das hatte die früher alles nicht so gegeben. Mit seinem alten Kumpel aus der SPD fährt er einmal die Woche im Arbeiterwohlfahrtsbus Senioren durch Essen-Karnap. Ich fahre seit 8 Jahren die Senioren zum Einkaufen und die erzählen natürlich auch viel. Auch viel über ihre Schwierigkeiten, im Alltag, über ihre Ängste. Und die sind sauer, die sind richtig sauer. Und die fühlen sich von der Partei, die die alle mal so gewählt haben, eigentlich ihr ganzes Leben lang von der SPD, fühlen die sich verraten und verkauft. Ja, und für mich muss einfach eine alternative Politik her. Und deswegen habe ich mich jetzt der AfD angeschlossen. Ja, also muss ich sagen, ich war sehr, sehr traurig darüber. Aber das spielt keine Rolle, Freunde, bleiben wir trotzdem. Das ist, ne? Das hat eine mit dem anderen nichts zu tun. So. Also alle Probleme, zum Beispiel rund ums Thema Migration, werden in der SPD einfach weggeläutet. Das muss alles perfekt sein aus ideologischen Gründen. Man will gewisse Probleme einfach nicht wahrnehmen. Und ich denke, die AfD, die ist eine Partei, die ist jetzt 3 Jahre alt. So allzu viel erwarten kann man da noch nicht von denen, aber die wollen wenigstens Dinge lösen. Dass dieses Flüchtlingslager hier im Hintergrund jetzt abgebrochen wird, ist kein Erfolg der AfD. Und doch bleibt ein Gefühl zurück. Das Gefühl, irgendwie abgehängt zu sein. Ich war hier schon mal mit Fahrrad hier vom Allee-Center. Und dann sind wir an diesen ganzen Asylheimen vorbeigefahren. Da habe ich gedacht, mein Gott, da habe ich auch noch gesagt, alles nur hier im Norden. Im Süden sieht man es nicht. Ne? Das ist die Ungerechtigkeit, finde ich da einfach. Ich wohne in einem 7-Familienhaus und da sind nur 2 Wohnungen besetzt gewesen. Die Wohnung oben für diese Asylanten, die wurde renoviert. Ja, und uns wird nicht geholfen. Ne? Das finde ich eigentlich nicht so prickelnd. Für uns war nie Geld da. Und jetzt kommen auf einmal Menschen aus dem Nahen Osten, überwiegend junge Männer ohne Pässe, und die kriegen hier alles. Die kriegen das große Rundum-Sorglos-Paket. Und dir hilft man nicht. Du kommst nicht weiter. Und du hast dein Leben lang mal hoch, du hast Kinder großgezogen. Sie können im Prinzip alle hier fragen. Die haben alle einen dicken Hals. Die fühlen sich alle ungerecht behandelt. Die normalen Handwerker, die kleinen Leute, die sagen jetzt ganz klar auf einmal, ich will die AfD. Ich hab da sonst keinen Bock mehr drauf. Klappe zu, Affe tot. In NRW gibt es nicht nur die meisten gewaltbereiten Salafisten, hier gibt es auch die meisten Wohnungseinbrüche von Banden aus Osteuropa und viele Probleme mit alleinreisenden Migranten aus Maghreb-Staaten. Bei mir ist jetzt der Chef der Gewerkschaft NRW, der Polizeigewerkschaft, Herr Blickert. Was läuft falsch in unserem Bundesland? Ja, die Polizei hat in den letzten Jahren immer mehr Aufgaben dazu bekommen. Und wir sollten das mit immer weniger Personal lösen. Das ging nicht. Und wir haben Personal nur von rechts nach links geschoben. Und dadurch haben sich neue Schwerpunkte ergeben. Allein durch die terroristische Bedrohungslage, die vor 3 Jahren noch nicht so aktuell war, wie sie jetzt ist, stehen wir vor großen Herausforderungen. Was machen Sie konkret? Wie hat sich die Strategie der Polizei verändert? Wir haben zunächst ein NRW-Lagebild beim LKA. Wir haben bessere Vernetzung in den Behörden. Wir haben Ermittlungskommissariate, die alle Spuren analysieren. Da können wir auch schneller feststellen, dass organisierte Banden tätig sind. Wir setzen unsere Hundertschaften zu Schwerpunkteinsätzen an. Will sagen, es werden ganze Stadtgebiete abgesperrt. Wir bekommen Personalien. Wir gehen in Hotels und schauen, welche Leute übernachten. Wir haben Predictive Policing in Nordrhein-Westfalen auch eingeführt. Und diese Maßnahmen zeigen erste Erfolge. Also durchgreifen ist das Motto.
Ja, wir brauchen Personal, um Polizei auf der Straße präsent zu haben. Und das nicht nur bei Tageswohnungseinbrüchen, sondern auch in Stadtvierteln, wo wir einen hohen Migrationsanteil haben und wir von Angsträumen, Brennpunkten oder No-Go-Area sprechen. Genau, da wollte ich drauf hinaus. Bürger bewaffnen sich auch immer mehr und haben tatsächlich Angst, in Viertel reinzugehen. Diese No-Go-Areas, haben die eine andere Qualität bekommen? Ja, wir haben Stadtviertel, da stellen wir fest, dass der Staat nicht so gerne gesehen wird, also die Polizei. Die polizeilichen Maßnahmen werden auch ignoriert. Meine Kolleginnen und Kollegen werden zum Teil relativ schnell umstellt, 50, 60 Personen werden attackiert und man akzeptiert das deutsche Recht nicht. Und da war es auch höchste Zeit, dass wir in diese Stadtteile massiv mit Bereitschaftspolizei gegangen sind und auch deutlich gemacht haben, hier herrscht das deutsche Recht und wir setzen es auch um. Und kann man die noch mal entkräften, diese Viertel? Ja, zumindest nicht innerhalb von 2 bis 3 Jahren. Wir müssen A, in die Viertel investieren, wir müssen eine andere Bausubstanz schaffen und B, wir müssen in Bildung investieren. Bildung ist das A und O. Also die Menschen, die dort wohnen, brauchen eine berufliche Perspektive, brauchen eine Chance, am Leben teilzunehmen. Gelingt uns das nicht, werden sie immer wieder in einen anderen Bereich abdriften und der andere Bereich ist in der Regel Straftäter. Vielen Dank, Herr Plickert. Soziale Brennpunkte gab es schon immer, aber die No-Go-Areas scheinen eine neue Qualität zu haben. Einschusslöcher in einer Wohnsiedlung im Essener Osten. Hier schießen im Dezember Unbekannte auf einen 44-Jährigen, der einem kurdisch-libanesischen Clan angehört. Der Mann war schon im April in der Essener Innenstadt Opfer einer Messerattacke geworden nach einem Streit mit Mitgliedern einer verfeindeten Familie. Noch am selben Abend schießt der Bruder des zweifachen Opfers auf den 21-jährigen Mohammed K. Der junge Mann stirbt Wochen später. 3 Taten aus dem Clan-Milieu zwischen Essen und Gelsenkirchen, Racheakt auf Racheakt. Wir haben einige Personen, die regelmäßig durch Begehung von Straftaten auffallen, Körperverletzungen, Raub, Bedrohungen, was das Strafgesetzbuch so hergibt. Gelsenkirchen-Ückendorf, ein Wohngebiet der Clans. Wegen ihrer Gewalt wird er manchmal als No-Go-Area bezeichnet. Wahr daran ist, auch die Polizei muss hier mit Attacken rechnen. Wir sprechen davon Bedrohungen, Beschimpfungen, Beleidigungen bis hin zu körperlichen Angriffen. Dem können wir nur entgegnen durch starke Polizeipräsenz, das heißt durch Anforderung von Verstärkungen, um die Situation dann in den Griff zu bekommen. Die Bochumer Straße in Ückendorf am Tage. Die Häuser spiegeln den sozialen Abstieg wider, seit die Tage von Bergbau und Stahl in Gelsenkirchen gezählt sind. Den Begriff No-Go-Area lehnen die meisten Anwohner ab. Unbehagen aber gibt es. Viele möchten ihre Namen nicht im Fernsehen sehen. Bestimmte Straße und so ist es besser, da geht man nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr hin. Hier zum Beispiel in Schalke gibt es eine Straße, da geht man besser nicht mehr hin. Mir ist bekannt durch Medien und Zeitungen und Bekannte, dass hier eben solche Sachen doch vorgefallen sind und sich verstärkt hier passieren. Welche Sachen meinen Sie ganz konkret? In erster Linie ist es Überfälle, Belästigung. Ein interner Bericht der Gelsenkirchener Polizei berichtet sogar von Drohungen der Clanchefs gegen die Polizei. So soll einer gesagt haben, dass die Polizei einen Krieg oder Kampf mit den Libanesen nicht gewinnen würde, weil wir zu viele sind. Und wir schließen heute mit der Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen, der Spitzenkandidatin der SPD. Guten Morgen nach Düsseldorf, Hannelore Kraft. Schönen guten Morgen. Frau Kraft, wenn Sie jetzt hier ein letztes Mal Wahlkampf machen dürften vor Sonntag, wie würden Sie mich und die Zuschauer in NRW davon überzeugen, am Sonntag SPD zu wählen und nicht eine der anderen Parteien? Ich glaube, dass Ihr Bericht hat gerade deutlich gemacht, dass es am Sonntag darum geht, wer dieses Land in den nächsten 5 Jahren führen soll. Und da geht es nach Lage der Dinge darum, ist es mein Mitbewerber von der CDU oder darf ich das weiterhin tun? Wir haben hier 7 Jahre lang das Land regiert, wir haben es Stück für Stück vorangebracht. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, die Richtung stimmt, wir haben einen klaren Plan und an dem würde ich ganz gerne weiterarbeiten und darum bitte ich um das Vertrauen und dafür entscheidend ist die Zweitstimme. Vielen Dank nach Düsseldorf, Hannelore Kraft, die Ministerpräsidentin von Nordrhein-Westfalen. Dankeschön.